Herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft. Wie ich euch gesagt habe, zeige ich euch, wie man ein Lager, dieses automatisierten Lager baut. Ich müsste den hier gebaut haben. Im Prinzip sind alle gleich. Ich habe die hier aus YouTube mir angeguckt. Ja, ich habe die mir auf YouTube angeguckt, die Sachen. Manche Dinger hier wurden nur verschönert, so schöner gebaut. Und ich habe das ja halt bei mir nicht gemacht, so unbedingt. Dann bauen wir mal noch ein so ein Ding. Dann baue ich hier hin. Wir brauchen erstmal hier ein paar Kisten. Dann nehmen wir hier aber 4 Kisten. Machen hier, wie heißt das, Trichter hin. So, dann machen wir mal so. Nein. Dann machen wir die mal so hin. In der Richtung so hin. Oh, ich fühle das Video richtig. So. Dann kommt hier ein Block hin. Hier muss ich wieder die Erde machen. Dann macht ihr jetzt hier Redstone-Fackeln hin. Dann mache ich hier die Blöcke wieder hin. Ich habe hier jetzt Quarzblock genommen. Das müsst ihr jetzt nicht machen, so ein Quarzblock. Den habe ich tatsächlich nur genommen, weil ich irgendeinen Block brauche. Dann macht ihr es jetzt so. Also der, wie heißt das Ding? Der Verstärker muss dahin. Und die Redstone-Fackel muss dahin. Meine Güte, nur am Husten bin ich. Dann macht ihr hier jetzt Redstone. Überall hier voll mit Redstone. Jetzt stack ich mich jetzt so hoch. Und mache es jetzt so. Dann machen wir mal so. Dann machen wir hier ein paar Kisten hin. Wir verkleiden das mal ein bisschen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Verkleiden wir mal ein kleines bisschen. Ich habe jetzt die Treppen nicht hier. Ein bisschen hier am Verkleiden. So, ein bisschen verkleiden halt. Hier halt generell verkleidet. Die Blöcke habe ich ja gar nicht. Jetzt fangen wir an, hier ranzugehen. Ihr nehmt jetzt irgendeinen Block, was ihr nicht braucht. Oder ihr benennt die halt um, als Beispiel. Ich habe jetzt Kupferbarren genommen, weil wenn ich Minecraft spiele, benutze ich Kupferbarren nicht. Ich packe die, wenn dann, nicht in der Kiste rein. Ihr nehmt jetzt... Ihr braucht halt 41 Blöcke von den jeweiligen Art, die ihr da haben wollt. Dann macht ihr jetzt mit jedem. Also ihr könnt jetzt, ist mir egal, was ihr da reinpackt. Einfach irgendwelche Blöcke da reinpacken. Dann machen wir jetzt mal hier voll. Wartet. Ja, so. Ihr seht auch, dass die Redstone-Verstärker bepowert werden. Ein bisschen. Ja, die werden hier, kommt Power ran. Und... Ja, hier sind die Sachen alle an. Hier so auch. Und ihr seht, hier ist ein ganz, ganz, ganz schwacher, gut gesagt, ich habe keine Ahnung, Signal. Dann wirft ihr mal einfach die Sachen hier mal so rein. Gehen wir mal hier hin. Dann seht ihr, hier ist bepowered gerade und hier ist Redstone Fackel aus. Und er geht wieder an, weil, weil halt hier gerade durch fertig war mit reinpacken. Und immer wenn es fertig ist, geht die Redstone Fackel wieder an. Und wenn es aus ist, wird es gerade befüllt. Und hier ist es einfach so, hier ist es, wenn es bepowered ist, die der Verstärker, dann wird es befüllt. Kann ich nochmal zeigen? Hier. Dann sieht man. Hier, okay, hier sieht man nichts. Hier ist wieder an Redstone Repeater. Redstone Verstärker und dann hier ist eine Redstone Fackel und die war gerade an, weil da gerade alles reingepackt wurde in den Kisten. Und wie man sieht,
Okay, hier sieht man nichts, weil ich halt die jeweiligen Blöcke gar nicht habe. Dann packt ihr hier als Beispiel so Bilderrahmen rein. Ja, wo sind Bilderrahmen? Hier. Ja. Die jetzt hier so Bilderrahmen. Macht die jetzt nicht so, wie ich es gemacht habe, so in hässlich. Ihr könnt es auch in hässlich machen. Das würde auch gehen. Das ist aber euch überlassen. Dann nehmt ihr jetzt hier als Beispiel so. Hier ist jetzt Lapis. Ist tatsächlich gar nicht mehr, was da reinkam. Eisen, aber ich wusste eindeutig, hier war Eisen drin. So macht ihr so. Wirft ihr halt rein. Und wenn ihr jetzt hier rangeht, hier, ich brauche Goldblöcke, geht ihr hier ran. Ich habe meine Goldblöcke hier drin. Ihr könnt es auch mit Schildern machen, einfach. Das habe ich jetzt hier nicht. Kein gutes Beispiel. Hier mit Schildern machen. Ihr könnt es so machen, wie ihr wollt. Ihr könnt die unendlich lang machen. Ich würde sagen, unendlich lang kann man die machen. Aber ab einer bestimmten Reichweite wird auch in den Trichtern gar nichts mehr reingemacht. Weil irgendwann ist halt die Reichweite überschritten. Also, wenn man so. Mobs spawnen ja in der Nähe von allen. Und desto weiter man weg ist, spawnen halt keine Mobs. Also, der ganze Insel zum Beispiel 200 Blöcke weiter spawnt gar nichts. Ich kann da hingucken ungefähr. Ungefähr plus minus halt. Aber das spawnt halt nichts. Es spawnt nur so einen kleinen Umkreis um mich herum. Also, wie sagen wir so einen Umkreis von 10 oder 15, 15, 15 mal 15 spawnen alles um mich herum als Beispiel. Ja, das ist jetzt das Video. Das ist halt das Video, wie ich gesagt habe im Let's Play, dass ich euch zeige, wie ich dieses System hier gebaut habe. Das habe ich aus YouTube, fragt nicht welchen YouTuber, ich habe es einfach von irgendeinem YouTuber rausgesucht, pickt, wie man sowas baut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht mache ich nochmal so ein Video, wenn ich das mal im Let's Play gebaut habe oder baue, keine Ahnung. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.